Hallo und herzlich willkommen zum Video von Blitz Survival. Und zuerst möchte ich noch kurz was sagen, bevor ihr das Video anschauen könnt. Und zwar ist jetzt die Videoqualität nicht so perfekt, einfach aus dem Grund, dass bei meinem Aufnahmeprogramm die Einstellungen ein bisschen falsch waren. Weil, wie gesagt, ich habe jetzt ewig nicht mehr aufgenommen und benutze jetzt ein anderes Aufnahmeprogramm und das war halt ein bisschen, ja, ungewohnt. Drum, ja, nächstes Mal wird es besser, hoffentlich. Also, jetzt viel Spaß mit dem Video. Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde Blitz Survival. Genau, und zwar kurz, worum geht es in Blitz Survival? Es gibt eine Aufgabe und dafür hat man 10 Minuten Zeit, um diese zu lösen. Genau, wenn man es nicht schafft, hat man verkackt. Aber wenn man es schafft, dann ist man glücklich. Genau, die heutige Aufgabe ist, wie damals schon in der ersten Folge bei Blitz Survival, damals noch mit Lukas zusammen, heute alleine, und zwar einen Diamanten zu finden. Und ja. Ja, what the fuck. Okay, ich würde sagen, die Zeit läuft ab jetzt. Okay, 10 Minuten Zeit, einen Diamanten zu finden. Und ja, genau, das ist wichtig, wir brauchen Holz erstmal, damit wir erstmal überhaupt das Werkzeug dafür kriegen. Und genau, ich habe es so gemacht, dass wir wahrscheinlich immer auf der Welt spielen, weil ich einfach irgendeinen Seed hergenommen habe. Und genau, den können wir dann halt immer hernehmen. Genau, wird dann halt bloß schwierig bei so Aufgaben wie finde einen Smaragd oder so. Dann kann ich wahrscheinlich eine extra Welt machen, aber nur an sich immer die gleiche Welt. So, was brauchen wir? Wir brauchen erstmal Crafting Table. Ich weiß nicht, ob es hier irgendwo eine Höhle gibt. Ansonsten, wie gesagt, hätte ich gesagt, wir gehen einfach mal in die Höhle rein. Oder wir buddeln uns halt einfach stumpf in die Erde rein. Hm, schaut nicht nach Höhle aus. Dann buddeln wir uns einfach rein. So, tschack. Okay. Wie gesagt, damals habe ich es mit Lukas zusammen gemacht. Da hatten wir 15 Minuten und waren zu zweit. Aber ich habe mir das Video mal nochmal angeschaut. Wir haben dann am Anfang so viel Zeit daran einfach nur getan, einfach nur irgendwie Sachen zu machen, die wir gar nicht gebraucht haben. Und darum habe ich mir gedacht, ja, 10 Minuten müssten eigentlich reichen. Und ja, wir werden es heute sehen. Damals haben wir es geschafft. Ich weiß nicht, ob wir es heute schaffen. Aber ich habe die Hoffnung. Okay. So, dann machen wir uns gleich mal eine bessere Spitzhacke. Dann können wir wegtun. Und dann geht's auf nach unten. Ich habe sogar gerade irgendwie das Gefühl, dass selbst 10 Minuten zu kurz ist, aber es kann ja noch schwerer werden. Oh Gott, ich hab Zombies. Kohle wäre nicht schlecht, damit es nicht so dunkel ist, aber nein. Wer sagt's? Wer sagt's denn? Ich hab's gesagt. Die sind ganz schön nett, die Leute. Dass sie mir einfach so Kohle geben. Boah, sind die Zombies. Ich hasse sie. Moment, hier so. Hallo? Ah, jetzt. So, da lad sie. Noch mehr Kohle. Eisen wäre nicht schlecht, weil ohne Eisen können wir keine Dias abbauen. Und ohne Dias haben wir verloren, logischerweise. Und schreibt doch ganz gerne mal in die Kommentare, welche anderen Aufgaben ihr mal sehen wollt. Oh, kann eigentlich so ziemlich alles sein. Und ja, solange es nicht wirklich unmöglich ist, ja, das heißt, besiege den Enderdrachen in 10 Minuten, dann denken wir, ja, kann man machen, muss man nicht machen. Man kann es dann höchstens halt so speziell machen, dass ich quasi schon am Eingang vom Ding bin, vom, wie heißt jetzt, vom End-Dings-Zeugs da, End-Dungeon da, also was weiß ich, bisschen Rüstung habe, ein Eisenschwert und einen Bogen und dann halt quasi reinfinden muss und, ja genau, das könnte man machen. Aber jo, da gibt es bestimmt bessere Sachen, denke ich mal. Das können wir dann machen, wenn uns die Ideen ausgehen. Und ja, ich finde kein Eisen, das ist minimal bescheuert, aber ja. Oh,
Höhle, 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 Höhle. Das ist doch schon mal nicht schlecht. So, ich glaube, das brauchen wir eigentlich nicht. Aber trotzdem mal abbauen. Eisen, jawohl. Perfekt. Eisen brauchen wir dringend. Aber kurz. Den kann ich auch wahrscheinlich. Also, passt. Warte, wirklich, ich find's noch so ungewohnt. Ob, falsch, links, so. Ja, genau. Welche Ebene sind? Wir sind Y18. Das müsste eigentlich schon passen. Jetzt haben wir einen Ofen. Sodala, dass wir unser Eisen warten können. Rein damit. Und währenddessen mal nach Dias suchen. Oder von der sieht es doch gut aus. Ein Eisen und ein Skelett. Ach, verpiss dich. Oh fuck, ich hab nichts mehr zum Essen. Also ich hab nichts zum Essen. Oh Gott, das ist kein lustig. Zu damit. Wow, wow. Zu viel. Vielleicht erstmal sogar. Vielleicht machen wir uns dann noch ein Schwert mit dem restlichen Eisen. Das wird eng. Das wird eng. Noch mehr Eisen. Aber ich will nicht nach oben. Ja, dann geht es eigentlich schon wieder quasi zurück. Okay. Vielleicht auch nicht. Weg mit dir. Gut, wenn ich da jetzt runtergehe, dann komme ich. Ja, wir müssen das riskieren, aber. Ja, aber klar. Ich bin eine 10. So, wir pullen uns hier jetzt einfach mal rein und haben noch 4 Minuten für Dias. Die Frage ist halt bloß, schaffen wir es oder schaffen wir es nicht? Aber wir liegen gut in der Zeit, also hoffe ich mal, dass es funktioniert. So, eine Fackel. Zack. Weiß nicht, lohnt es sich wirklich so zu buddeln? Quasi so auf einer möglichst großen Fläche zu buddeln. Ich weiß es nicht. Aber richtig assi wäre es einfach, wenn. Genau wenn ich die, also geht die Eisenspitzhacke kaputt. Oh, das wäre so. Nee, ich glaube, da will ich. Nee. Ah, ich weiß nicht. Ist es sinnvoll, sich da durchzubuddeln die ganze Zeit? Eigentlich nicht. Alter. Da oben geht auch nicht mehr weiter. Shit. Aua. Restliche Eisen nehmen und dann gehen wir mal zu dem Skelett hinter. Wo war das? Das war hier hinten irgendwo, oder? Ah, oh, fuck, jetzt gehen wir sprinten. Oh shit, das wird eng. Es wird so eng. Das Skelett ist gar nicht mehr da. Auch gut. Hier ist nichts. Hier ist noch so viel. Aber hier unten sind auch keine Dias. Aber wo das Wasser herkommt. Jetzt bin ich fast in die Lava gelaufen. Ich glaube, ich bin. Oh, lass mich doch durch. Ah nein, nicht so durch. So durch. Und. Oh, ich kann nicht mehr laufen. Ja, assi. Ich hätte mir was zu essen mitnehmen sollen. Auch keine Dias. Oh Mann. Holy shit. Dias. Gib mir doch Dias. Dias. I see you. Jawohl. Diamonds. Ich würde sagen, damit haben wir es geschafft. Okay. Da hatten wir jetzt nochmal Glück am Ende, aber wir haben noch gut Zeit. Also nächstes Mal
Muss ich mir noch überlegen, was dann kommt, aber wie gesagt, schreibt Vorschläge in die Kommentare. Und ja, genau. Oh, hier wäre sogar eine Schlucht gewesen. Also. Upsa, so. In der Schlucht wäre der Dias gewesen. Das würde mich jetzt mal interessieren. Nee. Jetzt noch ein Skelett. Aber ansonsten. Gehen wir unter dir. Doch, hier wären sogar Dias. Aber unter der Lava. Ups. So. Hier wären auch nochmal Dias gewesen. Aber. Ah, und auch unter Lava. Ansonsten sehe ich hier hinten auch unter Lava, oder? Ja. Die sind alle unter der Lava gewesen. Okay. Aber, okay, ich muss. Wie gesagt, ich fliege jetzt so rum, weil die Zeit muss einfach vergehen. Das heißt nicht, dass dann jemand es anschaut und dann sagt, oh, ist ja schon noch 9 Minuten vorbei, dann hat er es geschafft. Das will ich ja nicht. Das ist sehr langweilig. Aber Gott, wo war denn dieser eine Gang nach unten? Der war hier, gell? Ja, hier. Okay, hier werden keine die. Oh! Schreck mich doch nicht so. Okay, seid es um. Oh Gott, da bin ich gerade erschreckt. Oh, hier wäre sogar eine Mine gewesen. Ja, okay. Gut zu wissen, bis nächstes Mal. Nein, Spaß. Ja, genau. Gebt einen Daumen nach oben, wenn ihr mehr Videos haben wollt und euch Blitzer gefällt. Und schreibt unbedingt Vorschläge in die Kommentare. Ich bin nicht so kreativ, also. Ja. Was weiß ich. Kann auch irgendwie machen, töte 20 Creeper in der Folge. Oder was weiß ich. Ihr seid da schon kreativer als ich. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen. Zeigt es mir mit einem Daumen nach oben. Oder schreibt ein nettes Kommentar. Oder auch nicht so nett, ist mir egal. Und ja, wenn ihr mehr sehen wollt, dann könnt ihr auch abonnieren. Dann würde ich sagen, man sieht sich. Bis zum nächsten Mal. Haut's rein. Ciao.